Sportfreunde, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Sportfreunde TV. Ein Tag vor dem absoluten Testspiel-Highlight gegen den VfL Osnabrück, der hier morgen mit Pele Wollitz in der Connect-M-Arena gastiert. 19 Uhr Anstoß. Ja, zu Gast heute bei uns im Interview ist kein geringerer als der Held von Berlin und der Ex-VfLer Henning Grineisen. Ja, wir werden gleich alle die Fußballschuhe schnüren. Doch bevor es soweit ist, haben wir für euch als Überbrückung nochmal unsere vier Neuzugänge im Kurzporträt. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Amir Chapuzadeh, komme von Kickers Offenbach und spiele im Mittelfeld fast alle Positionen, außer natürlich das defensive Mittelfeld und kann auch im Sturm spielen. Mein Name ist Onni Soma, ich komme von Babelsberg 03 aus der dritten Liga, spiele hier hoffentlich auch wie in Babelsberg Endverteidigung und werde hier versuchen, so wenig Tore wie möglich zuzulassen. Hallo, mein Name ist Danny Radke, ich komme von Preußen Münster U19 und bin 18 Jahre alt und bin Stürmer. Hallo, mein Name ist Roman Prokop. Ich habe das letzte Jahr in Österreich in der ersten Liga in Kapfenberg gespielt und das zweite Halbjahr bei den Spielvereinigungen Unterhaching. Und ich bin ebenfalls Stürmer und ja, gehe auf Torejagd nächstes Jahr. Ja, hallo Sportfreunde, ich bin immer noch völlig aus der Puste. Diese Niederlage kann ich auch immer noch nicht ganz verkraften, aber gut, immerhin kann ich mir jetzt als größten sportlichen Erfolg in meine Letter schreiben, dass ich Uwe, den Held von Berlin, unten links ordentlich einen reingewämst habe. Und Henning habe ich ja nur gewinnen lassen, damit er mit dem größtmöglichen euphorischen Gefühl in die Saison geht und das nochmal mitnimmt. Ja, wie gesagt, unsere beiden Interviewpartner heute, Henning Grineisen, unser rechter Verteidiger, und Uwe Brunnen, seines Zeichens hier Torwarttrainer bei uns. Ja, am Freitag haben wir hier den VfL Osnabrück zu Gast, ich habe es eben schon mal gesagt, und was bietet sich da besser an, als hier unsere beiden Ex-VfLer nochmal zu uns zu bitten zum Sportfreunde TV. Uwe Brunnen, im Jahr 2000 beim VfL ganz groß gefeiert und auch immer noch, ja, mit einem ganz großen Foto, denke ich, in den Geschichtsbüchern beim VfL, und hat seinerzeit den Elfmeter zunächst selbst gehalten beim Aufstiegsspiel gegen Union Berlin, und dann den entscheidenden Elfmeter hat er die Nerven bewahrt und hat ihn auch reingemacht und somit den VfL in die zweite Liga geschossen quasi. Ja, Uwe, immer noch Erinnerungen an diesen grandiosen Moment deiner Karriere? Naja, ich sag mal, es sind nun 12 Jahre her. Das Leben ist ein Tagesgeschäft. Man freut sich natürlich immer wieder, wenn man darauf angesprochen wird. Es war nicht ganz richtig, was du gesagt hast, mein Lieber, weil erst gehalten, dann verwandelt und dann natürlich nochmal gehalten. Das war eine Dreierreihe. Aber wir wollen ja auch bescheiden sein. Man wird immer noch sehr oft darauf angesprochen, weil es halt ein einzigartiges Erlebnis war. Und wenn es auch schon so lange her ist. Nur wie gesagt, das Leben geht ja weiter. Und ich verfolge natürlich nach wie vor sehr intensiv auch den VfL Osnabrück. Bin jetzt seit einem Jahr hier Torwarttrainer in Lotte und ja, fühle mich hier sehr, sehr wohl. Und finde es eigentlich sehr schade, dass wir diesen verdienten Aufstieg nicht geschafft haben im letzten Jahr oder in diesem Sommer. Hoffe aber, dass wir alle Kräfte bündeln und dann auf ein neues loslegen. Ja, und Freitag geht es weiter mit Osnabrück. Ja, du hast es gerade schon angesprochen, eine sehr erfolgreiche letzte Saison hier in der Regionalliga. Ein Bestandteil des Erfolgs waren sicherlich auch unsere beiden guten Torhüter, David Buchholz und natürlich Basti Görissen, der durch diese schwere Verletzung seinerzeit in der Hinrunde aus der Bahn geworfen wurde. Beide sind jetzt wieder fit, beide konnten sich im Training schon mal zeigen. Basti, glaube ich, leicht angeschlagen. Wie ist da die Situation? Sind die beiden auf Augenhöhe oder wen werden wir am Freitag zum Beispiel gegen den VfL im Tor sehen? Ja, also ich sehe das auch genauso. Wir hatten wirklich im letzten Jahr herausragende Torwartleistungen. Basti hat eine wirklich überragende Hinrunde gespielt. Dann hatten wir so ein kurzes Loch dann zwischendrin. Dann haben wir Buche verpflichtet von Preußen Münster und Buche hat seine Sache auch ausgezeichnet gemacht. Nun haben wir den beiden gesagt, ihr habt beide die gleichen Chancen. Das ist auch so. Wir sind ja nur heute ist Mittwoch, wir sind ja gerade mal 6 Tage im Training.
Und Bucher hat jetzt gegen Münster gespielt, hat leider einmal gepatzt beim 0:1. Aber das ist ja in der Vorbereitung, denke ich mal, auch menschlich. Jetzt soll, wenn es geht, am Freitag der Basti dann im Tor stehen gegen den VfL Osnabrück. Basti hatte jetzt eine relativ schwere Grippe, ist noch ziemlich schlapp. Heute 2 Tage vorm Spiel. Und er hat natürlich auch noch nicht so die Fitness, weil natürlich auch einmal durch die Grippe und natürlich auch mit seiner langen Verletzung. Wir haben geplant, Basti spielen zu lassen, müssen wir abwarten, wie jetzt die nächsten beiden Tage im Training verlaufen. Ob es möglich ist, 90 Minuten, vielleicht eine Halbzeit, das müssen wir mal abwarten. Aber da kriegen beide eine faire Chance. Es sind zwei wirklich ausgezeichnete Torhüter, sicherlich mit die besten der Regionalliga, die man da hat. Nur wichtig ist natürlich auch, und da sind wir im Trainerteam ja auch einer Meinung, wir müssen eine Nummer 1 haben, weil sonst, wenn ich jetzt sage, eine Woche du, dann verunsichere ich beide Torhüter. Wir müssen hier eine klare Struktur haben, eine Nummer 1 haben. Das werden wir auch machen. Das ist sicherlich eine ganz, ganz schwierige und hässliche Entscheidung, die wir da treffen müssen, aber man muss im Leben Entscheidungen treffen und das werden wir hier auch tun und wir machen es sportlich fair und ich denke mal, das sind alle beide hervorragende Sportsleute und man muss mit der Entscheidung dann irgendwann leben, aber so weit sind wir ja heute noch nicht. Wir haben ja noch 4 Wochen Vorbereitung. Ich glaube, heute in einem Monat ist das erste Spiel und dann werden wir irgendwann eine Entscheidung treffen und ja, dann geht es auch weiter. Alles klar, danke Uwe. Dann sind wir natürlich gespannt, wer am 4. August bei der Saisonpremiere beim SC Verl, erstes Auswärtsspiel, dann zwischen den Pfosten stehen wird. Ja, kommen wir zu dir, Henning. Auch du hast große Momente beim VfL erlebt. Sicherlich ein Highlight war das Pokalspiel gegen den HSV. Machst in der 116. Minute den 3:3 Ausgleich, rettest somit deine Farben ins Elfmeterschießen, womit sich hier der Kreis schließt. Ja, für dich sicherlich auch ein ganz besonderes Spiel am Freitag, oder? Absolut, also ich freue mich auf jeden Fall, gegen den VfL wieder zu spielen. Wir hatten ja das Vergnügen schon im Winter. Ich glaube, da haben wir eine ganz rassige Partie gesehen. Jetzt am Freitag freuen wir uns natürlich, wenn viele Zuschauer kommen, wenn hier Stimmung ist und man kann sich messen mit dem VfL. Das mache ich besonders gerne und na klar, wir freuen uns drauf. Vielleicht nochmal ein kurzer Eindruck zur neuen sportlichen Situation. Es hat ein bisschen Fluktuation gegeben. Wir haben ein paar hochkarätige, meiner Meinung nach, Neuzugänge bekommen. Wie ist so da dein erster Eindruck? Haben die sich gut eingefügt? Machen die einen guten, fitten Eindruck? Absolut. Ich glaube, die haben sich in den letzten Tagen hier für einen Vertrag absolut empfohlen. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl. Wir sind ja jetzt noch nicht am Ende der Teambildung. Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt. Aber für den jetzigen Stand, Uwe hat es ja eben gesagt, wir sind jetzt seit 6 Tagen im Training. Ich glaube, das ist alles ganz okay, so wie es im Moment abläuft. Und mal schauen, wer da noch so kommt. Alles klar. Danke, Henning. Gut, dann möchte ich die beiden auch nicht länger aufhalten. Die dritte Trainingseinheit heute steht noch auf dem Plan. Ich bin froh, dass ich gleich hier die Schuhe vom Greeneisen wieder ausziehen kann. Ich glaube, damit kann man sowieso keine Tore schießen. Werde ich ihn dann wiedergeben und ja, bedanke mich recht herzlich für dieses Interview und bin schon gespannt auf die nächste Folge in der kommenden Woche. Dann wieder einschalten, zusammen mit unserem Medienpartner osnaball.de. Vielen Dank und kommt alle natürlich am Freitag ins Stadion, hier in die Connect M Arena. Ich denke, es wird ein interessanter Fußballabend. 19 Uhr ist hier Anstoß. Ja, wir hoffen, dass wir viele Zuschauer hier erwarten können. Vielen Dank und bis nächste Woche.